Hi. Und ja, ich habe keine Schuhe an. Das ist cool. Ja, das ist der zweite Teil von einer Serie, die wir auf jeden Fall auf diesem Kanal jetzt machen wollen. Endlose Serie. Ah, genau, endlosen Serie. Und zwar reden wir über Themen, die auf diesen Kanal passen. Und heute reden wir über... Da bin ich auch gespannt. Du hast eben gesagt, du hast was. Ich hasse ganz viel. Du aber hast was zum Reden. Achso, ich habe ein Thema, genau. Und zwar... Lost Place YouTuber. Jetzt nicht ich, sondern generell Lost Place YouTuber. Welche du guckst, welche ich guck. Vielleicht hast du auch irgendwas über einen zu meckern. Oder vielleicht findest du manche Sachen komisch, die Lost Place YouTuber machen. Vielleicht findest du manche Sachen gut, die die machen. Darüber sprechen wir. Findest du das Thema gut? Mhm. Echt? Mhm. Du hast gerade so, hab ich gedacht, oh, finde den nicht so gut. Ja, ich hatte gerade so einen Gedankengang. Also das Lost Place YouTuber und dann kam mir direkt so ein schwuler Lost Place YouTuber in den Kopf. Deswegen. Das kann ich nicht reinschneiden. Kommt direkt schwulen feindlich rüber. Okay. Ja, also ich gucke tatsächlich. Ich habe eine ganze Zeit lang halt die Jakita geguckt, ne? Weil ich auch oft in den Videos mit drin war und so. Und war ja so Best Friend mit der. Da habe ich wirklich viel von der geguckt. Heute wieder im Lost Place unterwegs und mit dabei ist die Jakita. Jakita ist eine Lost Place YouTuberin. Hallo. Ne? Nee, und nicht nur. Also auch so Outdoor. Auch so Outdoor. Also coole Sachen. Und ansonsten bin ich tatsächlich komplett YouTuber-frei, weil ich nur ganz viele Sachen habe, die ich kritisiere an YouTubern. Da kann ich ja nachher was zu erzählen, aber ich weiß, du guckst... Ich guck voll viele. Voll viel. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen. Was ich so gucke? Du musst laut reden, weil... Also! Also ich guck meistens halt den Adventure Buddy. Der überall einbricht. Ne? Richtig. Dann den Paul Schridde. Das ist der mit den coolen... Wie nennt man das? Der redet, als wenn er mit Kindern redet. Richtig. Eine Pfeife. Ich kann mir richtig vorstellen, wie man da drin geraucht hat. Ja. Was ich ziemlich krass finde, eine alte Pfeife, wo man rauchen konnte. Vorne ein bisschen Tabak rein. Und das Ganze ist ja tatsächlich auch in so einer Zigarrenschachtel, passt also halbwegs. Und die wurde auf jeden Fall auch genutzt. Ist das cool? Oder ist das cool? Ist ja okay. Ja, klar. Ist ja voll okay. Da gibt es auch einige ganz kleine, dafür weiß ich gar nicht. Ja gut. Dann nenn die doch mal Namen, das wäre ganz cool. Ich kann ja mal eben gucken, weil die sind ja alle hier drin. Derzeit kannst du ja, was dir nicht so gut gefällt, erzählen, oder? Also ich gucke halt nicht, weil die alle so für mich relativ unauthentisch sind. Das ist irgendwie alles so geskriptet irgendwie und gehen da rein mit in erster Linie Videos zu machen. Und wir machen ja in erster Linie Lost Places, aber filmen dabei. Und das ist alles halt... nicht geskriptet oder sonst was, wir machen nichts extra. Da gibt es kein Drehbuch, es kommt einfach so, wie es ist. Ganz oft können wir unser Videomaterial ja noch nicht mal benutzen, weil wir entweder zu wenig gedreht haben oder nur Scheiße. Oder weil es einfach zu krass ist, zu lustig. Manchmal ist ja auch was zu lustig, muss man ja auch aufpassen, wie man das wieder auffasst. Genau. Also du hast es gefragt, also ich habe hier den It's Marvin, den It's Tomix, den Lost Adventure Haunting, Lost Place Adventure Tom, Lost Place Discovery, Lost Place Me, da, lauter. Lost Place Info, also es sind einige, wenn ich mal so gucke. Wen guckst du am liebsten, so von den Kleinen? Ich kann sagen, wen ich gar nicht gerne gucke und das ist wirklich Mr. und Mrs. Lost, das ist so ein Pärchen. Ja, das ich weiß. Das ist eine riesengroße Katastrophe. Die sind lost. Von den Kleineren, Outdoor mit Sebastian gucke ich auch sehr gerne. Ja, doch den, also das ist lustig, weil... Der hat ja alles. Den gucke ich, aber ich gucke nicht seine Lost Place Videos. So viel hat er ja auch nicht. Der macht ja eigentlich alles andere außer Lost Place. Der hat ja mit Lost Place angefangen. Mhm. Guckt tatsächlich seine Wandervideos am liebsten. Ja, cool. Und ich will auch unbedingt, also ich habe mir jetzt diesen Kocher bestellt, den er vorgestellt hat, mit diesem Spiritusbrenner. Ich habe verstanden, den Pocher. Ich habe mir den Pocher bestellt. Sehr geil. Und wir werden uns auf jeden Fall, hier wäre zum Beispiel geil gewesen, schon Maultaschen und Buttermilch zu uns nehmen in den nächsten Lost Places. Also zum hier wäre perfekt. Ja, ich guck grad, das wäre echt nicht schlecht. Und also machen so ein bisschen. Ja, weißt du, ich sehe halt schon die Kommentare, ihr macht uns Sebastian nach. Nee, wir gucken den gerne. Also ich gucke ihn wirklich sehr gerne. Ja, ich auch. Und man lässt sich so ein bisschen inspirieren und irgendwie lebt man dann so einen kleinen Kult von dem. Finde ich irgendwie cool.
Also wir machen nichts zum Nachmachen oder so. Weil das lese ich tatsächlich unter meinen Videos öfter, dass wo war das? Ich habe irgendein... Ja, ich weiß, wenn etwas so ähnlich aussieht, dass man dann sagt, dass es das nachgemacht ist von dem... hier, von dem einen... PJ Adventure, Paul Schritte, ja, ja. Ja, von dem habe ich ja irgendwas, ich kannte den überhaupt nicht, hat irgendeiner nachgeschrieben, haha, wie er tut. Aber was war das nochmal gewesen? Das war irgendwas... Ich glaube, das war ein Anfangs... Ach, nee, weil ich einen Einsprecher gemacht habe. Heute sind wir in Düsseldorf unterwegs. In einer millionenschweren Villa. Lange gab es Gerüchte, dass die russische Mafia dort wohnte. Naja, deswegen. Richtig, ja, weil der hat das erfunden. Ja, der hat das erfunden, ganz genau. Also jetzt. Es gibt halt verschiedene Sachen, denen man sich bedient. Egal, ob es Lost Place-Videos sind oder sonst was. Es gibt verschiedene Stile, verschiedene Sachen einfach. Und diese Palette, die hat keiner erfunden. Die, ja, irgendeiner hat sie erfunden, aber keiner von denen, die Videos machen im Moment. Ach so, ja. Da macht keiner jemanden nach. Aber sein Intro finde ich geil, das will ich vielleicht nachmachen. Das ist schön. Genau. Lass ich mich auch inspirieren halt davon. Ja, wie gesagt, ich habe ganz viele hier. Du hast mich gefragt nach so kleineren und wenn ich da am besten finde, das. Den kennst du, glaube ich, gar nicht. Eine Gurkensohne, oder? Der heißt Haribot Exploring. Ja, das eine, der läuft immer mit einer Feuerwehrhose und ist wahrscheinlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und der macht eigentlich ganz coole Sachen, weil der auch authentisch ist. Und der macht das, wie er das möchte. So. Wie er halt ist, der spielt das nicht. Und der ist ganz cool, doch. Ja, wie gesagt, und sonst habe ich halt jede Menge hier drin. Ich muss sagen, ich habe hier und da natürlich auch schon mal in Lost Place geguckt, aber ich gucke dann wirklich auch die am amateurhaftesten das machen. Ja, ja, klar. Am liebsten. Weil dieses ganze Gespielte und, genau, wow, was war hier und da und dies und das und so, wo man denkt, die machen gerade eine Serie für einen Kinderkanal oder so, das nervt mich halt und das mag ich gar nicht. Und, ist das cool? Oder ist das cool? Das stört mich auch. Ich komme mir auch immer so ein bisschen blöd vor, wenn ich sowas gucke. Als wenn du so mit einem Idioten da redet oder mit Kindern oder so, weißt du? Und die Leute, die das wirklich so amateurhaft machen, die gehen da ganz unbedacht dran. Genau, ganz natürlich. Natürlich und so. Ohne Drehbuch. Ja, was ich auch gerne mache, ist einfach von uns selber die Sachen gucken. Wenn du dann zu Hause bist, so auf der Couch, die Tüte Chips, die Flasche Cola und dann siehst du, wo wir dann irgendwie, wo es dann echt was gefährlicher war, wo du echt denkst, boah, schön, jetzt sitzt du zu Hause auf der Couch. Finde ich auch ganz schön, doch. Guckt ihr auch echt gerne die Sachen. Deswegen haben wir auch so viele Klicks. Jeden Tag. Ja. Gucken. Das Villa-Video haben wir jetzt schon fast 100.000 Mal angeklickt. Genau, es waren nur wir. Von morgens bis abends. Ich habe mir sogar extra Urlaub genommen, ne, dafür. Das Villa-Video, ja, das war auch krass. Ja. Mal gespannt, ob wir noch. Man merkt, weißt du, woran man merkt, dass wir ohne Skript und einfach nur drauf losfilmen und so? Wir haben fast nie eine Endcard. Also, der ist einfach zu Ende. Wir verabschieden uns einfach nie. So, wenn wir halt fertig sind. Ja, so wie wir in echt sind. Wir gehen einfach raus und sagen nicht Tschüss. wenn wir fertig sind im Lost Place, dann gehen wir halt einfach. Und genau. Dann stellen wir uns nicht nur hin. So, Leute, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Klickt auch auf die nächsten und so. Ne? Das, irgendwie. Dann heißt es wieder, oh, das hast du nachgemacht von denen und denen. Stell dir mal vor, jemand macht das auch wie wir. Einfach so ein Cut, dann heißt er, boah, der hat das nachgemacht von dem. Von dem, genau. Das hat einfach nicht, tschö. Das ist alle beleidigt. Ja. Ne, ist echt, also, Lost Place YouTuber auf YouTube, also, Lost Place auf YouTube, ganz, ganz wenige, die ich da, ich gucke auch jetzt nicht einen, wo ich dann schon warte, so, oh, neues Lost Place Video oder so. Das mache ich auch nicht. Aber ich gucke ja auch gerne Videos von anderen, wo man sieht, wie es da ist, dass man auch selber da hingehen kann. Das inspiriert ja auch. Wenn du was ganz Tolles siehst und sagst, boah, da würde ich gerne mal hingehen. Dann guckst du dir das an und denkst dir, das ist gut und dann fährst du mal hin. Das ist doch super. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Wie, also von daher. Ich glaube, bei mir ist es aber auch so, dass ich die nicht leiden kann zum Teil auch. Wegen diesen Kommentaren immer. Aber für dich ist das ja It's ganz... Marvin war auch schon da. Aber so. Nee, für dich ist das ja ganz cool, weil du weißt dann gar nicht, was es für ein Video ist. Und ich sag, komm, wir fahren jetzt da und dahin. Du sagst immer, das kenn ich gar nicht. Dann kommen wir dann hin. Für dich ist das dann ganz neu, weißt du? Ich weiß tatsächlich meistens gar nichts. Ne? Ich habe jetzt angefangen, mir die Locations, wo wir waren, auf Google Maps zu speichern. Damit ich selber weiß, wenn ich in der Nähe bin, kannst du da nochmal reingehen. Oder ich weiß, ich war halt da. Mhm. Oder auch, weil ich jetzt auf Instagram, ich liebe Instagram, da folge ich tatsächlich einigen Lost Place-Leuten. Oder falls sich mal jemand fragt, wo das und das ist, könntest du das ja auch sagen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Weil die Leute, die ich auf Instagram mag, denen gebe ich halt auch Locations weiter. Genau. Und schöne Grüße gehen raus an, wie heißen die beiden? Meine Mutter.
Nein. Wie heißen die beiden? Second Urbex Life? Urbex Life? Ich weiß nicht genau, du hast... Urbex Junkies haben, heißen die auf jeden Fall, aber die hat auch einen eigenen Account. Also ich rede eigentlich nur mit der Freundin. Ja, die schreibt bestimmt eh dann. Aber die ist mit ihrer Freundin, also der, sie ist mit ihrem Freund durch ganz Deutschland irgendwie unterwegs, sind ganz crazy. Auf Instagram, vielleicht blende ich das hier unten mal ein. Könnt ihr mal gucken, die sind viel unterwegs. Und bei denen zum Beispiel bin ich, wenn denen mal was gefällt, denen bin ich tatsächlich bereit, was zu geben. Ja, wieso auch nicht, ne? Ja. Ja, wir sind ja eh sehr locker mit den, wir sind eh sehr locker mit den Locations. Ehrenkodex, ja. Ja. Gottes Willen, die kann nur die Idioten, die schreiben, wo ist das? So, die kriegen du halt könntest nichts. Das auch ganz groß hinschreiben, wo es ist, und die würden es nicht sehen. Ja. So in der Bildbeschriftung. Ja. Was hältst du denn von den großen YouTubern? Es gibt ja nicht viele. Was hier, ist denn ein großer YouTuber, die damit Kohle verdienen? Der jetzt? Marvin und, ja. Und die... Ja, von denen halte ich nicht so viel. Also, die Werbung, die machen teilweise, finde ich halt... Ich muss sagen, die waren früher alle viel lockerer gelassen. Die haben das auch nicht so gespielt. Mittlerweile sind das alles wie so Selbstdarsteller, wie so Schauspieler. Die wissen genau, wie die antworten müssen, die wissen genau, wie die das Produkt platzieren, damit die Leute das auch kaufen, wie die ihre Werbung schalten. So. Die machen erstmal keine Werbung und dann kommt auf einmal, oh, ich trinke jetzt gerade den Super, ja, ja. Bla, 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 weißt du? Genau. Die haben sich alle sehr, sehr verändert. Die sind eigentlich alle mittlerweile... ein bisschen kacke geworden. Ist so, doch. Von den ganz Großen, weiß ich nicht. Ja, ich habe heute ein Video gesehen, der macht zwar keine Lost Places mehr, aber sein Grubenhaus, jetzt weiß jeder, wen ich meine, nee, der hat dann halt eine Roboter-Handy-Game-App beworben. Oh, alles klar, ja. Wo ich mir denke, das ist nicht sein Ernst. Ne? Und der sagt dann auch, nur deswegen sind diese Projekte wie hier machbar. Der buddelt ein Loch im Wald. Siehst du, und du hast den sogar abonniert gehabt, glaube ich, ne? Nee, ich habe den abonniert gehabt. Ich hab den wegen sowas auch deabonniert. Siehst du, und ich fand den aber von Anfang an gar nicht interessant, deswegen habe ich den gar nicht abonniert. Das ist komisch, ne? Ich fand den irgendwie, nee. Also wie gesagt, ich bin ja wirklich, das, was für dich YouTube ist, ist für mich Instagram, ne? Mhm. Ich bin wirklich nur auf Instagram unterwegs. Und da habe ich die. Zum Beispiel auch den Dings, ja, also ich mache auch jede Menge Stories, könnt ihr gucken. Dem Dings gefolgt, hier dem Hund, mit dem, der Verrückte, dem braunen Hund, dem Bulli, der rumfährt. Deine Freundin findet den gut. Ach du, ja, 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 der Jim Carrey für Arme. Wie heißt der denn noch? Na, jetzt, der ja, so lustig tut. Ja, auf ja, jeden ja. Fall, den habe ich tatsächlich auf Instagram auch entfolgt, weil wirklich fast täglich diese Werbung für diese Drinks und Food, Superfood, irgendwas kam. Nervig. Ich sag mal, wenn das ein, zwei Mal passiert, sei ihm gegönnt. Aber wenn das nur noch, die Feeds nur noch daraus bestehen, das zu bewerben und immer so, oh, nervig. Das ist das, was ich meine, nervig. Genau das. Ja. Und das sind ganz viele. Von den Großen ist es eigentlich jeder. Jeder, es gibt keinen, der irgendwie so das nicht macht. Ich meine, ich weiß, dass mit Lost Place Sachen und so, man kann so gut wie gar kein Geld verdienen auf YouTube. Also schlecht, weil das alles entmontanisiert wird bei mir. Ich sehe es ja, mein Gaming-Kanal, der spielt relativ viel ein. Und der Lost Place-Kanal einfach null. Der ist einfach nur just for fun. Ja, der frisst einfach nur Geld. Ja, genau. So. Das ganze Equipment, was man sich holen muss, Spritgeld, dies, das. Da geht ein ganzer Tag drauf, weil du rumfährst. Sogar noch ein Lost Place-Mobil. Also, da muss man schon hier und da mal eine Werbung machen, wenn man davon leben will. Aber so übertreiben. Ja, du musst aber auch in der Woche jede Menge Videos raushauen, ne? Man muss sich ja auch mal in den Spiegel gucken können noch, weißt du so. Und wenn ich irgendwas bewerbe, was ich nicht gut finde, weiß ich nicht. Du kannst das auch einfach nicht. Wenn du was nicht gut findest, kannst du nicht sagen, das ist toll. Das geht ja nicht, ey. Ja doch, manche ja. Ja, aber wir nicht. Ja, ich zum Beispiel, ich mache ja gar nichts, ne? Mit YouTube und so. Ich bin eigentlich nur der immer guckt, der die Adressen raussucht. Ja, hier, das Pärchen macht ja auch nur Instagram so minimal, so ein bisschen. Das mache ich ja auch noch nicht mehr. Die machen das ja wirklich auch rein just for fun. Die fahren nach Berlin sogar, wollen die jetzt. Das ist Wahnsinn, ne? Aber gut, warum nicht, wenn es Spaß macht. Ist ja im Prinzip dasselbe, ne? Die verdienen damit auch kein Geld. Und also wer das macht wegen Geld verdienen, ist eh falsch. Ja, das ja, ist einfach, für mich ist das einfach ein schönes Hobby, wo man einfach mal abschalten kann vom ganzen Alltag, von der stressigen Woche, wo man dann sich aufs Wochenende freut und dann einfach mal in eine andere Welt eintaucht. Was hast du gesehen? Nee, ich gucke ab und zu mal, weil hier immer so viele Leute kamen und die ganze Zeit seiner zuhört.
Klettert vielleicht einer hier hoch. Man muss auch sagen, wir sitzen hier ungefähr 20 Meter über den Boden. Ja, also ich bin zwar weiter weg vom Rand, ich habe ja Höhenangst, wie ihr wisst, aber wir sind auf dem Vor. Auf einem sehr, sehr großen Vor in Köln. Ports? Ja, muss mit P. Port, Fuhlheim, Poll. Super, super Location. Findet man, Google Maps ist ausgeschrieben. Es ist, es steht da. Ganz einfach. Kann ich jedem empfehlen. Ist groß, schön. Und man hat seine Ruhe, wirklich. Ja, das ist richtig geil hier. Wenn wir jetzt schon diesen Kocher hätten, ne? Oh ja. Und hier diese Maultaschen machen würden. Wir könnten nochmal zurückkommen, genau an diesem Ort. Ja. Richtig schön im Sommer, wenn es warm ist. Wieso nicht? Ist doch cool, ich finde es echt gut. Die Tage sind einfach legendär. Also seitdem ich Lost Place mache, anderes Thema. Seitdem ich Lost Place mache, habe ich so einen Mehrwert in meinem Leben wieder, weil es einfach Spaß macht. Also man ist unterwegs, man erlebt Sachen, man hat Erinnerungen durch die Videos. Und wenn man dann zum Beispiel auch hier zurückkommt und dann sich einfach hier hinsetzt und diese Maultaschen brutzeln. Das müssen wir immer machen, dass wir Sachen besuchen, wo wir mal gewesen sind. Das ist auch interessant, ob es das dann noch gibt und so oder wie es aussieht. Ne? Also ich muss sagen, das Jahr davor, ich habe nur gearbeitet. Es war ein richtig trostloses Jahr. Ich war immer nur alleine unterwegs mit meinem Roller oder mit meinem Sohn. Ne? Ohne so Equipment, einfach nur so. Diese Tage, diese Touren, die wir machen, das sind echt so, wenn ich zurückdenke, wenn ich sagen müsste, so die geilsten Sachen aus dem Jahr, wäre fast alles mit dir. Ja, 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 klar. Ist ja so, natürlich, ja. Das, dann braucht man einfach nur, wenn man nicht mehr weiß, auf den Kanal gucken. Und da sind so geile Sachen einfach. Die einen schon gar nicht mehr einfallen, wo man denkt, ach krass. Deswegen, wir sind auch welche, die wollen gar nicht mit anderen Leuten unterwegs sein. Ich krieg hier und da, hier und da kriege ich mal ein Angebot, dass einer schreibt, ey, wir können ja mal zusammen oder so. Nee, gar kein Interesse. Wenn ich manchmal sehe, wie diese YouTuber in Kolonnen, Alter. Ja, mit 5, 6 Mann da irgendwo durchmarschieren. 2, 3 Autos angefahren und dann stürmen die Hütten, so gesehen. Und dann an jeder Ecke filmt einer und ah, wir lassen den mal kurz quatschen, der macht noch sein Video und boah. Ja, nee, so ist schon optimal. Wir haben manchmal Videomaterial kann ich gar nicht nutzen, weil wir die ganze Zeit irgendeine Scheiße reden. Wir denken manchmal gar nicht an die Kamera. Der das hat, ist so, ich trage die mal, sowieso. Also ich habe eine Zeit lang versucht, ihm eine Kamera in die Hand zu drücken. Die hat er dann immer nur seine Füße gefilmt, weil er es einfach vergessen hat. Ist so, ja, ist wirklich so. Dann habe ich ihm mal so ein Ding geholt, das ist auf dem Kopf, das ist irgendwann geplatzt. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich einen Gimbal gekauft. Benutzen wir aber auch nicht und da kommen Leute. Ich denke, wir haben auch lang genug gequatscht. Oh, komm, tatsächlich. Ja. Ne? Ja, abschließendes Wort? Ja, machen wir doch nie. Stimmt, machen wir nie. Gott.